Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Parzikor-Keeper. Heute wieder mit den drei Kollegen vom letzten Mal, mit dem Exorzismus, dem Palbanta und dem Extreme. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Heute wird's wieder lustig. Wie viele Böden? Achso, die Böden hast du ja schon, blauen Boden hast du ja schon reingepackt, genau. Ja, man kann mit diesen Färbedingern das einstellen, welche Farbe was hat. Auch die Kisten kannst du damit Kommt denn nur noch einfärben. eine Tür, ne? Stimmt das? Nein, ich glaube nicht. Kannst du ein paar Holzwände schon mal bauen? Ich muss hier gerade was machen. Da haben die eigentlich mittlerweile mal eingezogen. Bisher nicht. Vielleicht müssen wir den wirklich hier hinlocken irgendwie. Eventuell noch einen extra Raum für den bauen. Vielleicht müssen wir seine Quest fertig machen. Der wollte doch irgendwelche Sachen haben. Warte mal, was will der denn Nee, haben? der hat die verkauft. Ach so, Die okay. Sachen. Deswegen, das ist halt so ein Händler. Vielleicht einfach mal einen extra Raum für den bauen, wo einfach nur ein Bett drin ist und dieses Badöl. Kann sein. Warte mal, wir können ja einfach testweise mal hier das Bett rausnehmen. Das eine. Oh, wenn was draufsteht, dann färbt sich der Boden nicht mehr. Doch, Scheiße. ich habe das falsche etwas gedrückt. Ja, hier unter dem anderen Bett ist auch noch nicht blau. Das konntest du wahrscheinlich noch nicht färben. Alles gut bei dir, Mikro? Ja, hier klappt was nicht so, wie ich es möchte. So. Jetzt baut Alter, er wo bist du erstmal denn alles ab, um bitte? zu färben. Mikro, wo bist du denn bitte? Ich pack das da Ich oben bin. in die rote, das Bett. Ja, weit Leute, ihr seid voraus, am würde ich Rest der sagen. Welt. Was zur Hölle? Bau mal Und ein die paar Wände, Laterne. weil ich will jetzt mal anfangen, hier den Schleimraum zu basteln. Weil wir Schleimraum. brauchen Schleim unglaublich viel. Lol, ich hab Schienen gefunden. Nice. Was ist das denn? Genau. So, Ein diese Stern, Wände ein hatten wir ja Stern. noch. Ich schau. Boah, Also die ich würde kleinen an Würmer deiner haben auch Stelle schon mega mal anfangen, Schaden. die Wand zu bauen, ne? Sonst haben wir gleich da was drin. Nein, ich bin. Ich bin kurz gerade gestorben. Das ist voll weit weg. Ich habe nie aufgepasst. Ich muss mal Essen mitnehmen. Ey, Mist, ich brauche Holz. Ja, wo ist das ganze Essen hin? Welches Essen Hä? meinst du? Haben wir kein Essen mehr? Na, geht schnell weg, Mirko. Weißt du, wie schnell Ja. der Hungerbalken geht? Vor allen Dingen, wenn hier einer richtig doll am Arbeiten ist. Hier ist nichts mehr zu essen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, und Ja, andere wollten auch ich nicht und mehr Max mitmachen. Hier, arbeiten hier auch die das kann ganze ich dir Zeit. abgeben, aber das war's denn. MX-Stream, ich und Exo arbeiten hier durchgehend. Ach so, oh ja, dann meine ich nicht mehr weiter. Dann bin ich tschüss. Ich Ja, gehe. irgendwie Ciao. Terraria, So, die Schleife fangen hier an zu spawnen. Wir müssen da jetzt unbedingt eine Wand ziehen. gibt noch ein anderes Spiel, das noch besser dazu passt, aber da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Minecraft? Nee, nee. Es gibt Ist schon das? eins in dieser Ansicht, wo man dann auch immer wieder in die Höhle kann zum Kämpfen und so. Oh, Terraria hast du gerade gesagt, ne? Nee, ja, aber das meinte ich nicht. Das ist auch die gleiche isometrische Ansicht. Das ist eher unbekannt. Ich müsste nochmal raussuchen, wie das heißt. Am Das war besten, wir aber auch machen da auch ziemlich gut. einen Woodfloor im Weg hier rein. Da Ist lief das so noch gar mit nicht allzu langer Wisch? Zeit Ist auch das? Multiplayer eingebaut. Was? Na, dann So, ich weiß ich brauche nicht, ein was du paar meinst. Dreckswände. Ich kenne nur, dass das so eine Art Roguelite ist. Roguelites sind immer toll. Ich muss doch dein Spiel spielen, Shining, fällt mir gerade ein. Ja, Total da habe ich vergessen. Janik schon angemeckert. Janik hat gesagt, ja, der macht das schon, oder? Keine Ahnung. Er hat mich nicht drauf Nee, du musst angesprochen. das Spiel schon spielen, was ich Ja, dir geschickt habe, nicht er. ich weiß, mache ich auch noch. Ja, toll, jetzt habe ich Ja. so viel Zeug Das gemacht, ihr Stardew Valley Freaks. ist auch, allerdings ist das natürlich dann hier mehr auf Kunden und Kämpfen ausgelegt als Stardew Valley. Na. Ich geh mal der Yannick nochmal bekommen zum Schrottwichteln. Das war nämlich ziemlich geil. Das hat, Von mir hat er das bekommen, so von Ja. dem eine. Ja, genau. Das war ein ziemlich gutes Game. Hast du eine Tür? Kann ich auch schon, aber Ich hab den erstmal der. eigentlich Aber ich hatte ja schon mal rausgenommen, wo du die Wände setzen kannst. Ich hab den eigentlich Scheiße gegeben. Ich würde sagen, wir machen mal auch einmal komplett Oh außenrum. mein Gott. Ich wieder Aber sterben. mach Nicht erstmal sterben, vorne, nicht genau. sterben, nicht sterben, nicht Warte, sterben. hier lasse ich den Durchgang für die Tür. Wir machen Aber am ich habe auch besten kein zwei Holz Türen. mehr. Mit Mirko. Ich habe kein Holz mehr. Hier sind zu viele Maden. Ich hau ab. Hm.
Ein Holz bräuchte ich noch. Ein Holz. Warte. Ja, ich habe, wie gesagt, gar keins mehr. Wir brauchen Holz, Leute, für Türen. Ich stelle hier ein paar Sachen rein, damit wir hier auch durchgehend was sehen können. Alter, nein, nicht wieder sterben. Also den Schleimraum, den leuchte ich jetzt gerade mal komplett aus. Ich bin ein bisschen... So, hier sieht man jetzt durchgehend drin. Vorsichtig. Ich habe kein Leben mehr, das ist so scheiße. Kann ich die Holzwände auch einfärben? Nee. Das weiß ich gar nicht. Nee, schon dafür braucht man unbedingt diese dekorativen. Die blöde Paprika ist doof hier. Blöde Paprika ist doof? Ja, ich mache eine Tür. So, Woodfloors habe ich genügend. Ich nehme nämlich hier in der Mitte einen Weg raus, damit wir hier auch anständig kämpfen können, ne? Ja, okay. Wo soll die Tür hin? Oben oder unten? Beide. Ja, ich muss extra den Schleim hier entfernen, an dem Punkt, wo der Woodfloor hinkommt. Hast du noch eine Wand zufällig dabei? Weil ich kann nur ein breite Türen setzen. Ich kann die sonst nicht setzen. Ich habe kein Holz dabei. Tut mir leid. Nee, ob du noch eine Wand hattest, war die... Aber okay, ich mache Ich habe kein Holz und keine Wand. Ist bei mir auch gerade ein bisschen abgehackt. Ja, so... Ich, brenn... Voll gut. Scheiße. Kann ich das nicht essen noch? Ja, das kann ich auch essen. Ja, Elden Ring, das stimmt schon. Hat ein bisschen aufgeregt. Aber deswegen bin ich ganz froh, dass jetzt Wonderlands rauskam. So, den Schrott, der hier drin ist, den nehme ich jetzt mal auseinander, ne? Was meinst du? Ja, das Eisen. Ach, Eisen, das Kupferwerkzeug. Wovon wir eh schon die bessere Version haben. Haben wir genug Sinn, um dauerhaft was herzustellen und auch zu reparieren? Ja, kriegen wir hin. Eigentlich ja. Also, wir haben momentan nicht viel Sinn, aber ich farm gerade ein bisschen. Ja, das ist gut. Ein Holz, zwei Holz, drei Holz. Nee, sogar einmal doppelt bekommen. Scheiße. Ja, wir müssten eigentlich die immer nur einmal pflanzen und dann halt in jede Richtung eins freilassen. Dann hätten wir den besseren Ertrag. So. Ich habe Holz. Ja, würde ich noch mehr Platz lassen. Ich kann Schienen mitbringen. Ich habe Schienen gefunden. Woodwards sind da genügend. Okay, dann baue ich den Raum jetzt erstmal zu Ende. Ich hab Angst auch. Blöden Viecher, Alter. Ah, okay, man kann immer nur eine Tür setzen, schade. Hast du mir nicht geglaubt, oder was? Ich hatte gehofft, dass wenn sie schon steht und dann wieder wegnimmst, dass die Tür stehen bleibt. Scheiß Vieh, Alter. Lol. Kann ich das mitnehmen? Lol, ich könnte Eisenbahn fahren. Hui. So, Leute, wir haben einen Schleimfarmpunkt bei uns in unserer Base. Ja, sehr gut. Kann ich das abbauen? Ich will mitnehmen. Wir könnten den Raum sogar noch mal erweitern, ein bisschen. Ja, weg mit den Viecher. Ich würde auch gleich nochmal losziehen, aber ich brauche erstmal was zu essen. Ja, genau. Hier, das kann man ja abbauen, ne? Das ist fertig. Ja, das ist fertig. Ich helfe dir beim Abbauen. Also aus den Blüten kannst du nichts machen, aber die Beeren und die Paprika, aus denen können wir Bomben und Heiltränke herstellen. Also die müssen wir unbedingt farmen. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt erstmal Essen damit machen. Bisschen. Ich pflanze schon mal wieder was an. Ich finde es schön, dass genau die beiden, die gerade streamen, Yannick, ich habe dich jetzt erst gesehen. Hallo Yannick, frech. Ich drück ab an. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Es ist schön, dass die beiden, die streamen, die ganze Zeit nur in der Base hocken, ne?
Weil ich habe gesehen, Max streamt gerade nicht und Pal streamt gerade nicht. Und ich und Exo streamen, aber wir hocken nur in der Base und machen hier die Farbenpunkte. Ja, dann lauf doch raus! Kann jetzt nicht gleich dazu sein. Ja, wir brauchen halt unbedingt Schleimbleib. Ich so ein interessantes Ding gebaut mit der Schleimbasis und so. Ich lauf nur rum und versuche irgendwie Glitzer zu finden. Glitzer, Glitzer. Shiny and Chrome. Nein, meine Zinnachse ist kaputt. Bleibt sie im Inventar, wenn sie wieder da ist, oder? Pal, hast du Holz dabei? Ja. Gib her. Ich brauch sehr viel davon. Ja, viel habe ich nicht. Gib mir einfach. Ich brauch. Mehr kriegst du nicht. Ich brauch. Den Rest brauche ich für Fackeln. Fackeln habe ich 150. Hast du schon irgendein Futter, das du als beste Nahrung klassifizieren würdest? Ich würde sagen, die Burritos bisher. Also die Burritos, die machen irre viel Food. Vor allen Dingen, je mehr Food ihr macht, desto mehr Skillpunkte habt ihr darin. Dann machen die auch mehr Futter da oben. Ja, Paprika und Fisch zusammen ist ziemlich stark. Ja, Nick, das ist ein bisschen fies, finde ich. Mirko streamt halt nur bei OnlyFans. Da macht er gerade spannende Sachen. Ha, war ja klar, dass er sowas schreibt. Aber ich achte zu wenig auf den Chat. Weißt du, Janik meint, du würdest damit Geld verdienen. Okay, ja. Wollte gerade sagen. Janik ist auch der am meisten da reinpillt. Also da. Also so, sehe ich auf meinen. Davon habe ich. Wir brauchen diese Holzwände noch. Wir haben jetzt eine Eisenwerkbank. Das heißt, wir können jetzt anfangen mit Eisenwerkzeug. So, 50 Holzwände. So, ich komme mal zurück, bevor ich die ganzen Sachen wieder verliere. Ich hab Bock drauf. Ich baue erstmal vor, bevor ich hier den Schleimraum daraus mache. So. Jetzt haben wir hier erstmal das Grundriss. Wir können hier die Wand, die wir hier schon gezogen haben, können wir mitnutzen. Da muss ich weniger bauen. Ja, komm ich hier nicht durch. Der mir füttert aber anders angezeigt. Also wie gesagt, bisher finde ich das Spiel mega gut. Können wir ruhig öfters spielen. Jo. Ist das eine Holzwand? War eine Holzwand, scheiße. Ist so fast wie Golf mit Shining, oder nicht? Welches Spiel? Die Stimmen! Die Stimmen! Was ist Golf? Die Stimmen! Ich weiß nicht mehr, was Golf ist. Die Stimmen! Ja, das ist fast ein Minigolf hier. Was? Golf, das ist ein Spiel? Ich hab das komplett verdrängt, was da war, ne? Nein, jetzt hab ich das ganze Gold nicht mitgenommen. Scheiße. So, ich erweitere unseren Schleimfarben. Nicht stimmen. Wo bist du unterwegs? Ganz unten links, okay. Ja, ich muss das mal zurück. Hier kommt eine Tür hin. Ach scheiße, ich brauche noch mehr Holzböden, falls du mal eben kurz machen kannst. Mal schauen, haben wir irgendwo noch Zinn? Ich brauche 4 Holzböden. Ja, ich bin gleich 33 Zinn mit. Währenddessen suche ich die Schleimböden hier raus und mache jetzt den Schleimraum fertig. Weil die Wände sind schon gezogen. Was für ein Schleimraum? Ja, wo wir Schleim farmen. Wir brauchen für Tränke und so weiter irre viel Schleim. Auf OnlyFans mache ich das auch. ja. Schleim und Schleim, ja. Wobei, Crude-Bomben machen wir ja nicht mehr, wir machen ja nur noch Bomben. Ja, die Bomben sind halt deutlich besser, ne? Healing Potion wäre auf jeden Fall wichtig. Stone Skin weiß ich nicht, aber Enrage wäre vielleicht noch ganz interessant. Ja, Stone Skins sollten wir uns auf jeden Fall für diese Bosskämpfe machen. Wie weit muss ich denn noch laufen, ey? Gleich geschafft. So, wo habe ich die Tür hingestellt? Da. Schön orange hier. Das gefällt mir. So, du kannst ruhig, wenn du willst, die Wand da schon einreißen. Oh, geschafft. Endlich zurück. Ist noch Zinn dabei, Mirko? Ich wollte eigentlich erstmal was anderes machen. Raus hier. Machst du den Feuerzeug rein? Vor allen Dingen, was ihr bedenken müsst, ne?
Ihr könnt hier nicht nur Schleim farmen, ihr könnt hier auch noch den Miniskill farmen, ne? Nice, danke dir. Ja. Wenn man so drüber nachdenkt. Apropos, ja, true. Fiber gehabt. Dude, ich hab übrigens 13 Fiber. Ah, Crafting, okay. Schon mal einen Punkt ausgegeben auf Base Builder. Golderz. Boah, wir haben hier so eine Ultra-Schleim-Farmstelle, ne? Nice, wir können Gold schmelzen jetzt. Nice. Und du sagst, du machst keinen interessanten Kram. Guck dir das hier mal an, Mirko. Findest du das nicht wunderschön, was ich hier gebastelt habe? Ja, eben, das ist doch interessant. Weißt du, das finde ich interessant, als der Scheiß, den Mirko und ich machen. Ihr wollt nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Ja, wir klappen halt nur Fände ein. Ich muss was essen. Ich hab... Ja, die wird aus dem Apropos Buch Wände. Ich muss hier diese eine Wand nochmal einreißen. Damit ich hier auch nochmal Schleim hinsetzen kann. Na, was? Dann ist der Raum hier nochmal ein bisschen größer. Ah. Gott sei Dank, endlich wird's essen. Ich weiß aber nicht, in was für einer Rate die spawnen, ne? Der Typ steht immer noch hier unten. Wäre einer gleich mal gut, ja, wie gesagt, ich würde mal einen eigenen Raum probieren für den. Komplett eigenen Raum, oder haben wir den schon? Warte mal. Also wir haben einen Raum mit einem Bett und dem Bartöl. Okay, hier steht bei, was die brauchen. Ein Raum, der darf nicht größer sein als 8x8. Er braucht eine Holztür, ein Bett und das Item, was der hat. Alles, da darf sonst nichts drin sein. Okay, dann, ja, dann müssen wir die Kisten raus. Dann machen wir einfach einen eigenen Raum nochmal. Vor allen Dingen, du musst den 8x8 bauen. Ich dachte nicht größer als 8x8. Also, so steht das hier. A wallet room no bigger than 8x8. Ja, das heißt, er kann auch kleiner sein. Und a bed that player has not slept in. Also, es muss auch noch ein Bett sein, wo wir nicht drin geschlafen haben. Also, wir müssen nochmal ein neues Bett bauen. Ja, oder abbauen und neue hinsetzen würde vielleicht auch gerne. Nee, zählt offenbar nicht. Und jetzt? Ich habe der Einleitung, die hier steht, gefolgt. Aber muss da nicht noch dieses Item drauf? Ja, ne? Oh, wir dürfen auch gar nicht in der Basis sein. Also wir müssen einmal komplett von der Basis alle weg. Einfach ja, okay, irgendwo hin. Wir waren die ganze Zeit, irgendjemand war die ganze Zeit komm, in der Basis. Komm, MXV, wir müssen weit von der Basis einmal kurz weg. Also wir dürfen nicht mal in der Nähe sein. Ja, ich verstehe schon. Dann zieht er ein. So, ich guck mal einmal kurz auf der Karte. Wir sollten jetzt, glaube ich, alle weit genug weg sein. Ich gehe jetzt nochmal gucken. Wo ist eigentlich Paul? Der ist ganz so ruhig. Vom Eisen? Wieso? Ich bin so ruhig. Ich höre dich ganz ehrlich, ich bin taub. Ja, du bist taub, du bist taub. Willst du zu mir herkommen, liebe Schleimchen? So, ich gucke. Ja, er ist eingezogen! Ja, endlich, jawohl. Sehr gut. Wahrscheinlich ging das die ganze Zeit. Und ja! Warum ist jetzt hier ein Schleimgegner? Jetzt können wir hier Sachen kaufen und verkaufen. Kann ich ihm wirklich alles andrehen? Kriege ich jetzt mein Zimmer wieder? Ich habe ihm gerade was verkauft. Hast du mal getestet, ob du bei dem diese Münzen eintauschen kannst? Ja, kannst du. Ja, damit kannst du hier was kaufen. Ah, okay. Aber nur nice. Holz, Fiber, Kupfer und... Ich verstehe aber nicht, wie das Verkaufen funktioniert, ne? Okay. Du musst also den Schleim da reinziehen, rechts. Und dann unten kriegst du angezeigt, wie viel Münzen du dafür bekommst. Warum nur für Schleim? Ich habe Holz gerade versucht, da bekam ich nichts. Ja, Holz habe ich auch nicht bekommen. Ich habe jetzt 11 Münzen bekommen. Der kauft nicht alles, der kauft nur ein paar Sachen. Warte mal, ich probiere mal ein bisschen Kupfer, Kupfererz nimmt der... Für ein Kupfererz kriegst du einen... Für die Barren kriegst du das aber nicht verkaufen. Warte mal... Ja, weil Kupfer jetzt kostet bei dem 8 und wir brauchen noch Kupfer. Ja, wenn du die Barren verkaufst, kriegst du sogar das Doppelte. Kriegst. Du kriegst das Doppelte für die verarbeitete Version. Ich kann ihnen auch die Holztür verkaufen. Ja, also solche Sachen würde ich jetzt erstmal nicht verkaufen, solange wir es noch brauchen. Ihr könnt bei dem... Ich habe jetzt die ganzen Sachen aus der Kiste genommen, wo Valuable dran stand. Verkaufen. Also die Geoden, die Leaf Fossils und so. Das kannst du alles verkaufen. Da steht auch der Preis schon dran, übrigens. Ja, genau. 283, zack. Oh. Ja, das gibt ja richtig Kohle, Digga. Na klar, nehme ich. Nehme ich alles. Boah, diese blauen Steine geben richtig viel. Die Ancient Gemstones? Ja, aber die sollten wir erstmal behalten. Die würden wir vielleicht noch brauchen. Noch. Ja. Ja. Mir hat sich schon verkauft. Es waren nur zwei Stück. Es waren nur zwei Stück. Mirko, was machst du denn? Verkauf damit mit den Zahnrädern können wir die Tracker bauen. Nämlich. Das wäre ganz gut. Ein verlasster Junge. Warte mal, ich weiß, wie ich das jetzt markiere.
So, ein Podest. Der hat eine Spitzhacke in der Hand, also packe ich meine Spitzhacke da rein. Du hast mir meine Burritos gesnackt. Oha. Fies. Ich brauch mal Essen. Brauchst du die? Ja, ja, war halt im Weg. Muss halt wieder laufen, der Scheiß. Muss halt auch mal rausnehmen, wenn er fertig ist. Nicht einfach drin liegen lassen. Das blockiert, Junge. Ich hab rausgeholt. So, ich will das ja nur markieren. Hat einer ein kleines bisschen Holz? Sonst baue ich mir eben ab. Ja, hier hast du 53 Stück. Guck mal, hier wächst doch gerade Holz. Zack, zack. Ja, dafür zack, sollten wir am besten zack. Auch einen Raum bauen, wo wir nur Holz am bauen. Zack. So. Ja, einfach irgendwo ein Feld, wo halt Fang, ein Platz ist. So, damit wir das einfach leichter erkennen, dass da der Shop-Typ ist. Mal den Angelplatz gewechselt. Guck mal. Ich habe jetzt schon ein bisschen Tang und ein paar Löffel gesammelt. Wir können auch die Kisten noch ein bisschen markieren. Mit diesen Podesten und dann tun wir irgendwas dahinter, was damit zu tun hat. Dann brauchen wir uns nicht immer merken, da ist das. Dann haben wir ja so eine Markierung so gesehen dafür. Ich baue mal ganz kurz nach oben ein bisschen aus hier, weil dann kann das Holz auch ein bisschen nach oben wachsen. Dann ich baue dafür gleich extra mehr. Noch einen Raum. Ja, aber wir haben ja schon ein bisschen was gepflanzt, da kann er zumindest jetzt erstmal wachsen, während du deinen neuen Raum baust und sowas. Ich habe hier jetzt einfach ein Schwert reingetan, ein Bronzeschwert, das steht jetzt hier für Ausrüstung, okay? Okay. Also beispielsweise Schwerter könnt ihr da reintun. Und so beispielsweise Better Torches könnt ihr hier dann reintun. Okay, also ich schmeiß mein ganzes Zeug jetzt einfach irgendwo rein, ja? Hier kommt Loot rein, hier kommt dieses komische Enzenzeug rein. Links kommt halt hier Samen und Essen. Okay, erstmal durchatmen. Hier bitte alles am Wende. Die Dinger machen dich One-Hit da unten, Alter. Ja, wir sollten vielleicht erstmal ein bisschen aufrüsten. Die Laterne zähle ich mal zur Ausrüstung. Genauso wie die Fackeln. Zum Glück war die Ausrüstung mein Dings. Ja. Bomben auch, ne? Ich schmeiße meine Crude Bombs mal rein. So, die Gießkannen, die tue ja, ich mal zu der Essenskiste, ne? Weil wir sind damit ja das am Begießen die ganze Zeit. Ja, da wo Samen drin sind, würde ich die Garden Hoe und die Gießkannen rein. Wenn das mehr Samen werden, dann mache ich wahrscheinlich noch eine zweite Kiste, wo dann Essen allein reinkommt. Ist jetzt die Essenskiste hier die zweite oder was? Mit dem blauen Trank? Das ist kein Trank, das ist ein Bett. Ach, das ist, oh. Warte mal. Wo habe ich das eine Ding hingetan? Ich glaube, für Essen brauchen wir noch eine extra Truhe. Die würde ich neben die Samentruhe packen. Moment, wir nehmen mal hier die Fackel. Ja, um das einfach ein bisschen besser zu machen. Ey, wenn Essen das hin. Funktioniert, ne? Guckt euch das mal an, ich habe ein Podest auf ein Podest gestellt. Nice. Mach mal da noch ein Podest, wo du gerade stehst. Mach da nochmal ein Podest und pack da mal irgendwie ein Burrito oder so drauf. Burrito habe ich gerade tatsächlich sogar bei. Warte, ich mach da was drauf. Achso. Okay. Ja, genau. So, dann haben wir jetzt nochmal eine extra... Wir brauchen aber nochmal eine Kiste dafür. Ja, wir haben kein Holz. Ich hab Holz dabei. Oh. Hier wächst gerade ein bisschen. Ich bete darum, dass wir wirklich für dieses Holz nochmal einen extra Raum bauen. Ja. Nebenbei haben wir richtig viel Schleim gerade. Lass doch kurz das Holz hier abbauen. Weil das ist doch Quatsch. So. Weil das braucht auf jeden Fall Platz, so wie es aussieht. Hat jemand noch vier Holz? Kann ich jetzt auch Fiber reinwerfen, ich will was machen. Falls jemand vier Holz hat. Ich glaube ja. Ich brauche nur vier. Ja, kann ich dir geben. Wie wächst denn das Holz denn eigentlich? Hier bei der Kiste. Bei in der alle Blauen. Richtungen. Danke. Und ne, wie macht man das? Du einfach pflanzt Samen und gießt. So, ich habe nämlich jetzt jeden Farbpinsel einmal hergestellt. Dann können wir noch mal ein bisschen besser markieren. So, grün hat ja schon die Farbe. So, Essen mache ich mal eine gelbe Kiste draus. Die Kiste hat ja schon eine eigene Farbe. Ich muss gerade ein bisschen umsortieren in mein Inventar. Weil sonst passt hier nicht alles rein. Ich will dem gerade extra nochmal so eine Farbe geben, damit man sich nochmal ein bisschen merken kann. So, rot für die ganzen Loot-Sachen. Ich nehme mal schwarz für Ausrüstung. Wir müssen noch eine extra Kiste machen für Potions und so.
Das hier würde ich zu dem hier tatsächlich setzen. So, da kommen Betten und so weiter rein. Also beispielsweise diese Workbench oder der Pod. Oh Gott, wie organisiert wir mittlerweile sind. Ganz anders als zum Anfang. So, das mache ich jetzt lila. Ja, wunderbar. So, und für Böden mache ich mal braun. Kann man sich das gut merken, oder? Oh. Also so können wir die Kisten wenigstens alle unterscheiden, ne? Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das neue Futter? Ich habe mal hier, das lege ich in die Ausrüstungsruhe, ich habe einen Hive-Mother-Scanner mal gebaut. Nice, okay. Moment. So, und ich setze mich jetzt halt, wie gesagt, daran, mal eben kurz hier oben das rechts zu sortieren. Ich sehe das auf der Map. Oh ja, sieht man. Der Hive-Mother, okay. Ja, die sollten wir aber, glaube ich, vielleicht noch nicht bekämpfen, klar, ne? Ne, aber ich wollte mal wissen, ich wollte es ausprobieren. Ist, ja. Genau. Okay, es hat das Item verbraucht. Aber man braucht es ja dann wahrscheinlich auch nur einmal. Würde ich jetzt mal vermuten. Slime Sword. Haben wir Zinnbahn? Ja. Irgendwo bestimmt irgendjemand. Ach, cool. Leute, ich habe neue Schwerter für uns alle. Okay. Eisen? Nee, Schleimschwerter. Ah, ja! Geil. Ups, jetzt habe ich zwei aufgehoben. Hi, gibt's auch eins? Ja, ist das cool. Jetzt bekommen. Maxwin, wo bist du? Du kannst selber laufen, ich laufe nicht zu dir. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, das war schön. Dankeschön. Boah, was wir hier alles haben. Doch eben bestimmt den Boden, der hier gesetzt wurde. Erweitern. Wenn irgendwer ein Chaos in diese Sortierung macht, ne? Ist dazu. Den besuche ich zu Hause. Mit einer Axt in der Hand. Ich besuche euch. Was dann in Karlsruhe? Weil ich habe hier sehr viel Arbeit reingesteckt. Finde ich gut, weil wir wohnen nicht weit auseinander. Komm, wir tun uns zusammen, Jakob. Mhm. So, davon mache ich wenn ein paar weg. Vorbeikommt, stehen wir da zu zweit. Ich denke mal, 999 von der einen Wand reichen aus. Ihr braucht nur für irgendwas Larvenmeat, also Larvenfleisch, oder? Ja, das braucht man für die Potions. Ja, okay. Also für so, die Stonekill-Potions erstmal raus für heute, ich bin das langsam müde. Ja, wir können ja weitermachen. Hat Spaß gemacht. Jawohl, ja, haben wir einen ciao. So, ich habe jetzt hier eine Kiste extra nur für Potions. Schönen Abend noch, ciao. Ciao, ciao. Welcher Penner wollte da direkt seine Samen reinsetzen? Also nicht wo? Ganz links von Samen. Also jetzt nicht mal ganz links. Nee, ich habe jetzt hier nochmal eine Kiste für Potions gemacht. Ja. Ich hoffe, wir kriegen auch irgendwann mal größere Kisten. Bestimmt. Ja, so. Wir haben ja schon eine Zweier-Truhe gefunden. Die, also Kisten, mehr die gehen. Kiste für Potions ist weiß. Ja. So, hier raus. Ach so. Moment. Die Copper Hole gehört ja gar nicht mehr. Das packe ich mal hier. Ne, wo packe ich das drunter? Ach, das packe ich auch hier mit rein. Ich repariere die nochmal. Ja, 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 ja. Da habe ich aber ordentlich ins Gesicht bekommen gerade. Habt ihr alle schon Rucksäcke eigentlich? Nee. Ja. Okay. Das sollte man uns auch machen, aber ich kann. Mein Leben leichter. Ich kann noch eine 5-Platz-Tasche mitbringen, aber wir können ja, glaube ich, 10-Platz craften, ne? Mach schon. Ey, ich muss erstmal hier abgrenzen, bevor das wieder in unsere Base reinwächst, ne? Was? Das Holz! Bevor das in unsere Base reinwächst. Ja, grenz halt ab! Warte, grenz doch bitte nicht so ab! Dann. Nee, Shining, stopp! Ich baue da noch eine Tür hin! Nee, das ist doch doof! Das ist doch viel zu klein! Warte! Wir können doch hier in die Richtung ausbauen, hier ist doch nix! Ja, aber das Holz, das rechts ist, muss ja auch nach rechts wachsen können! So, dann mach mal hier. Okay, das kannst du hier hin, mach mal hier nach rechts. Ich will da nach rechts lang, dann machst du das noch mit dazu, sieht. Bitte.
Ja, dann mach mal hier, wo ich jetzt lang laufe. Ja, mach hier mal die Wand lang, da notfalls. Da können wir hier an die Podeste ran. Da haben wir hier die Wand da drüber ein. Und da können wir zumindest das Holz nach rechts noch wachsen lassen ein bisschen. Weil ich würde gerne vermeiden, dass es in unsere Basis wieder reinwächst. Ja, da bin ich bei dir. Das ist vollkommen korrekt. Weil sonst kriege ich einen Tobsuchanfall. Nein, man kann sie nicht verarbeiten. Wer hat sie da überhaupt aufgestellt? Was denn? Nochmal. Diese Grabsteine, wer hat sie da aufgestellt? Keine Ahnung. Wir brauchen doch keinen Friedhof. Wozu wollen wir einen Friedhof haben? Ich glaube, mir kurz seine eigenen Grabsteine dahingestellt. Warum stehst du, blöder Typ, da auch genau drin, dass ich dich genau jetzt schlagen musste? Zum Glück habe ich dir kaum Schaden gegeben. Einfach nicht auf alles einschlagen. Ich wollte nur die scheiß Grabsteine da wegholen. Kontrollier mal deine Aggression, Shining. Ich wollte nur diese Grabsteine weghaben. Was ist denn los mit dir? Achso, das grüne Ding brauche ich nochmal, weil, weißt du, was das Schöne an diesen Wänden ist? Mach doch die grün. Grün für Holz? Oder soll ich sie braun machen? Achso. Ja, nee, mach ruhig. Mein Gott. Ich überarbeite mich schon wieder. Aua, yo! Über Hälfte HP weg. Mit einem Hit. Alles klar, Digga. Hier oben sind noch ein paar Potions, ne? Will ich mal so ich hab schon welche mitgenommen, danke dir. Da hab ich ihn auseinandergenommen, den Jungen. Wenn wir schon mal ein Thema Potions sind, ich mach mal eben kurz welche. Da ist der Schleim drin. Hätte ich vielleicht auch mit der. Eventuell müssen wir. Vielleicht, wenn ich auf den Holzboden auch noch Schleim verlege. Spawnen die mehr. Vielleicht stört der Holzboden die irgendwie. Weiß ich nicht. Das Ding ist anstellen. Ja. Wir brauchen mehr von diesen Beeren. Damit da mal mehr gepflanzt ist. Von diesen Teilen. So, und Hardberries oder was? Ja, wir brauchen mehr von diesen Berries, damit wir mehr Heiltränke machen können. Es macht übrigens keinen Unterschied, ob Holzboden unter dem Schleimboden ist oder normaler Boden. Man ist auf beiden Boden genau gleich lahmarschig. Ach so. Bitte schlag mich nicht. Bitte lass das. So. Gib mir einfach nur deinen Schleim und lass gut sein. Okay, ich habe noch eine Figur, noch eine kleine Statue gefunden. Diesmal von einem Caveling. Okay. So, das ist jetzt auf jeden Fall ein kompletter Schleimraum. Ich hoffe, das löst unsere Probleme, dass die ein bisschen mehr spawnen. Hätte mich ist das Holz hier drin? Der hat dabei meine Fackeln gefressen. Ja. Irgendwer spielt hier mit seinem Leben. Wo kommt Holz rein? Das kann ruhig bei den Samen mit rein, weil ist ja auch so gesehen. Es kann ruhig da rein, aber wenn es irgendwo anders drin liegt, dann ist es gleich, der spielt mit seinem Leben. Ich überlege gerade selber. Ich würde mal sagen, hier da, wo auch die Eisenbachen und so drin sind. Also ich habe ja hier so einen Teil, wo der Schleim hinter ist. Das ist hier Hauptwerkzeug, also was gebraucht wird. Was ich gerade sehe, guck mal auf die Karte. Die Räume, die ich gefärbt habe, die sind auch auf der Karte markiert in der Farbe. Ja. Also es hat einen Sinn, die einzufärben. Oh, okay, ja. Warte, dann nehme ich jetzt kurz den roten Pinsel. Ich hoffe, dass kein Schleim drin ist. Und dann färbe ich den Schleimraum mal komplett rot. Aller Leben Abenteuer. Aber die werden jetzt erstmal verarbeitet. Was für Abenteuer? Wir gehen einfach nur Eisen kloppen. Ich will nur abbauen. Wir wollen doch einfach nur, dass es vorangeht. Das ist auch nicht interessant. Kann ich wenigstens der Boss war sehr kriegen, interessant. Wenn ich hier alles ansonsten einfärbe? Ist halt... Ja, ist halt ein bisschen Arbeit, ist ein bisschen spaßig. So Leute, guck mal, ich habe einen roten Raum gebaut. Ich habe einen neuen Händler gefunden. Hast du? Der passt Hive Mother Summoning Idol, Gorm Summoning Idol, Giant Slime Raum. Summoning. Okay. Oh, der verkauft eine Muskete. Ich baue einen Raum. Ja, ich weiß aber nicht, wie wir den da hinbekommen können. Also hier ist nichts. Er hat hier ein Lagerfeuer, der hat eine Eisscholle im Wasser. Hat er dir irgendein Spawning-Item gegeben? Nee, ich habe den ja nur aufgebaut. Also
keine Ahnung. Oh, shit. Oh, Mist. Da ist irgendwas aufgetaucht, würde ich mal sagen. Die Käflings werfen Bomben gegen die Wand. Paul, ich glaube, wir sollten Holz mal eben kurz abbauen. Ja, mach das doch. Geht nicht zu nah an die Wand bei den Käflings, die werfen Bomben dagegen und davon bekommt ihr Schaden. Ey, die helfen dir nur beim Mining. Das sind die einzigen. Die kann man nicht abbauen, die Wand. Die wollten dir nur beim Abbauen helfen. Es hat zwar nicht funktioniert, aber sie haben es versucht. Ja, na klar. Der Wille zählt, ne? Nein. Ja. Dass sie zufällig willens waren, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Schalling, du hast doch keine Eisenspitzhacke, oder? Ich hab gar nichts Eisen. So. Ich verlasse ja seit 3 Jahren die Base hier nicht. Nee, das ist eine blöde Ausrede. Wie nennt man das? Agoraphobie? Oder was kann war das? Ich kann ja nichts dafür, dass Paul mich hier eingesperrt hat. Ja, irgendwie so. Agoraphobie kenne ich auf jeden Fall, ich weiß noch nicht mehr, was das ist. Aber kann sogar das sein. So, wahrscheinlich. Ganz ehrlich, du kannst auch mal rausgehen, du musst ja nicht hier bleiben. Weil keiner zwingt dich. So. Das Ding hier, hier ist erstmal eine Eisenspitzhacke. Weil das baut sich sonst zu der Tür hin. Also ich kann seinen Tisch und sein Lagerfeuer abbauen, theoretisch, aber ich will das jetzt nicht unbedingt. Dank für die Hacke. Bau ihn hier einfach mal ein, den Händler. Also ich habe gesehen, dass es so oder so noch ein paar Händler gibt, deswegen baue ich jetzt so oder so noch mal einen Raum. Ja. Wir müssen noch mehr von denen einsperren. Ja, aber diesmal dann auch wirklich, bitte. Ist das eine Holzwand? Nein. Ach, egal. Du sollst nicht die Wand abbauen, du sollst das da abbauen. Danke. Oh. 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 Shining, hast du Holz gerade da? Ja. Ich baue mir was ab. Ich habe gerade massig Holz abgebaut. Ja, ich brauche ein bisschen was. So, ein Bett muss da rein. Wir müssen auch einen Schlafraum für uns haben, ne? Weil wir dort HP regenerieren können. Ich könnte gleich mal ein bisschen Hilfe von dem Kämpfer gebrauchen. Warte mal, ein Bett stelle ich jetzt... Warte, ein Bett stelle ich jetzt einfach generell hier rein. Shining, gib mir mal bitte Holz. Ein bisschen. Danke. Verkaufst du mittlerweile wieder was? Ja. Arf. Alter, wie viel sind denn die Blumen wert? Oh. Ja. Ach so, wir haben jetzt einen Kartografietisch und angeblich teilt der unser Wissen von der Map. Oh, cool. Das ist cool. So, ich habe jetzt 500 durch die Blumen sehr bekommen. Wild. Ich kaufe ihn mal eben kurz wieder leer. Okay, ich habe den Eingang zu den Ruinen gefunden. Oh, nice, okay. Ich komme gleich mal vorbei. Aber ich brauche erstmal Heilung dabei. Nee, da können wir nicht rein, da ist ein Riesen-Oger. Ach. Paul, könntest du mal eben kurz das da unten abbauen? Ich bin gerade echt beschäftigt. Was denn? Das Essen. Ich will Bomben und das andere herstellen. Ja, mach ich. Warte, dann, warum ist denn hier schon wieder Holz? Nehmen wir das mal auch komplett raus hier. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Unfug jemand treibt. Ich bin seit 3 Jahren hier am Sortieren. Der Typ hat eine Keule, die ist größer als ich. Ey. Darf ich das nächste Upgrade vorstellen? Die Eisenrüstung. Hast du schon eine Eisenrüstung jetzt? Als ob du jetzt eine Eisenrüstung hast. Wir haben keine Eisenrüstung. Weißt du, wir fahren die ganze Scheiße, damit wir weiterkommen. Und ja, ich brauche jetzt eine Eisenrüstung. Ich habe nix. Ja, wohl nicht Warsteiner hier. Oh, ja. Aber Hauptsache die ganze Zeit jammern, ne? Ich habe gar nichts. Haben wir überhaupt. Wir haben die Railway Forge bisher noch gar nicht gebaut, fällt mir auf. Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie nur 2 Leute sind, hier ein bisschen Erze farmen gerade. Jetzt können wir uns diese Schienen auch bauen, ne?
Ja. Willst du ein paar Schienen? Ja. Kostet nur Zinnbarren. Ja, dann fahren wir ein paar Zinnbarren. Und ich habe keine komplette Eisenrüstung. Oh, na dann. Um mich hier mit so 1% zu verteidigen. Was hat der denn hier aufgebaut? Der hat hier eine Karte hingebaut, dem Händler. Ja, das war ich. Achso. Nee, das war ich. Das ist ein Kartentisch. Damit können wir unsere Erfahrungen miteinander tauschen. Ach so, das war der Schamane, der den Feuerball geschleudert hat. Das war gar keine Bombe. Ach so, ich habe eure Karte damit jetzt auch. Ja, genau. Habe ich gar nicht gesehen. Weil anstatt mir eine Eisenrüstung zu bauen, dachte ich mir, ich baue jetzt erstmal vernünftige Sachen. Mir fällt gerade was mit dem Eisen. Mir kommt eine lustige Idee. Was, wenn ich jetzt den ganzen Schleimraum mit diesen Spike Traps vollkleister? Ja, mach. Dann werden die automatisch gekillt. Also erstmal ausprobieren, ob das überhaupt geht. Gehe ich von aus. Behaupte ich jetzt mal. Nee, das ersetzt den Schleimboden. Oder? Nee, es wird einfach drauf platziert, oder? Der Schleimboden ist nicht weg. Es sah halt nur kurz so aus. Spike Traps, das braucht Zinnbahn ohne Ende. Also in so einer Art Spiel hatte ich noch nie dieses intensive Kampfgefühl, muss ich sagen. Das ist schon ganz gut gemacht, ja. Gern geschehen, dass ich es rausgesucht habe. Ich hatte das ja vorher schon auf dem Plan. Also ich habe ja eigentlich nur darauf gewartet, dass ich Leute habe, mit denen ich spielen kann. So, ich habe zumindest ein paar Fallen jetzt hier in den Raum gesetzt. Ich hatte nicht genügt, um den ganzen Raum voll zu kleistern. Aber es sind sehr viele Stellen, wo sie Schaden kassieren. Also ein bisschen automatisiert sollte das jetzt schon sein. Jetzt muss ich erstmal mein Zeug wieder einsortieren. Da kam das rein. Ich komme dann sofort. Ja. Warte, ich hab was für dich. Das sind zwei Viecher, pass auf einem Haufen. Okay, ja. Ich darf Loche, die Welt sehen. Ja. Ich hätte es noch gedacht. Ein paar Schienen sind ja da. Ach, die Zinnspitzzacke kann ich ja noch zerlegen. Aua. Ich habe hier jetzt die Eisen. Wow, der eine Zimba hat sich auch gelohnt. Nice. Kommt noch einer? Diese leuchtenden Augen sind echt gut. Ja, auf jeden Fall. Ich höre die ganze Zeit reden und ich sehe es nicht. Die haben Spaß ohne mich. Na, ja, komm doch runter, Mensch. Ich arbeite. Ja, wir arbeiten auch. Ich bin im Homeoffice. Ja, liegt an dir. Kein Mensch zwingt dich dazu, da oben noch irgendwas machst gerade. Also blocken wir uns, haben wir uns gerade gegenseitig? Nee, ich dachte schon. Ich glaube nicht. So, das nehme ich noch mit. Ich darf die Welt sehen. Oh, Vorsicht. Wenn der gegen die Wand schießt. Er wollte gerade. Okay. Das macht echt gut Schaden. Der hat mich mit einem Schuss fast gekillt durch die Wand. Eben. Vorsicht. Uiui. Es ist etwas passiert, das mein Aufenthalt hier kurzzeitig verlängert hat. Natürlich. Die Pflanzen sind gerade gesprossen, dass ich sie abbauen kann. Ich bring Tränke mit. Ja, dann lass halt mal ein bisschen da und gut ist. Ich nehme ja auch nur die Berries jetzt. Den Rest lasse ich ja liegen. Mehr Tränke sind mehr Tränke und ich glaube, bei einem Boss können wir Tränke gut gebrauchen. Ja, ich glaube, einen Boss machen wir gerade nicht. Oder was hatte die da unten vor? Nein, wir farmen Eisen, wir sind hier gerade in einem Labyrinth drin und gucken, was hier ist. Mist, jetzt liegen hier Münzen in der Wand, aber das hier gar nicht rauswerfen. Ah, fuck off! Oh, aua! Mama! Aua! Mama kann da auch nicht helfen. Doch, den verkloppt jetzt dafür. Was habe ich denn hier? Ich habe eine.
eine wertvolle Urne gefunden. Ich brauche den Schleim einmal kurz für die Tränke. Oh, was ist das da drüben? Ist das ein Gegner oder ist das ein Händler hier links? Ich will gucken, ich will was sehen. Und da unten ist der dicke Oger, ne? Vor der Tür. Sehen, okay. Ja. So, ich bringe selbst. Ich sag, wie das. Ich würde noch nicht alles hier kaputt machen oder reingehen. Ich würde erstmal eine Eisenrüstung für jeden von uns machen und dann zusammen, weißt du, zu viert dann die was Tage. Mir einfällt. Also lieber jetzt ein bisschen Eisen auffahren. 13 also die droppen auch Eisen unter anderem. Ja, Holz. Das nehme ich. 13 mittlerweile. Holz. Ey, wir haben genau das Richtige. Ich will mir nämlich noch die bessere Schaufel eben mitnehmen. Weil so eine Zinnschaufel klingt nach einer guten Idee. Zumindest besser als eine Kupferschaufel. Ich habe eine Kupferschaufel. Also Schaufel brauchst du eigentlich überhaupt nichts anderes als Holz. Oder so. Also weiß ja nicht, vielleicht kriegt man besseres Zeug, wenn man eine bessere Schaufel hat. Selbst für Holz benutze ich keine Schaufel, da benutze ich einfach mein Essen. Nimm ich das in die Hand, dann baue ich mir mein Holz ab. Ey, kurz. Oh. Sind alle Türen, ich bin tot. Die zu sein das ist schlecht. Oh, da ist ein Exo. Der hat durch die Wand geschlagen, der Oger. Wieso ist da ein Stein? Das ist mies. Das ist mies. Hä? Wieso war hier ein Ancient Gemstone drin? Warum nicht? Haben die Schleime den gedroppt? Oh, ich weiß, was du meinst, okay. Ist er auch gestorben, oder? Nee, aber ich sehe ihn auf einmal durch die Wand schlagen. Naja, da gehe ich jetzt nicht weiter. Ja, ich muss mein Zeug halt wiederholen. Was der Mirko ja alles verpasst, ne? Wo sind denn jetzt die Schienen eigentlich? Wie kann ich das denn benutzen? Die sind relativ weit unten schon. Achso, okay. Weil wir haben nicht so viele Schienen gehabt bis jetzt. Ja, wir bräuchten Zinnbahn dafür. Wie er hier mit seinem Ritterhelm rumrennt, weißt du? Ja. Warte. Ja, wir bräuchten Zinnbahn dafür. Da geht er Zinnbahn abbauen, Junge. Ich bewege mich doch. Nach 10 Jahren verlasse ich endlich mal die Basis. Und links ist aber Eisen. Und rechts ist Zinn. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss.